Hallihallo Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Skybounds. In der letzten Folge hatte ich ja einerseits etwas zur Community-Insel erzählt, habe da ein bisschen was gezeigt und im letzten Teil haben wir diesen Zeitraffer gebaut. Ja gut, ich muss sagen, der Zeitraffer war jetzt ein bisschen verwackelt, aber naja, es ist ein bisschen kompliziert hier den Zeitraffer zu drehen mit unverwackelt, weil halt man immer gekickt wird wegen AFK, wenn man zu lange AFK war halt. Deswegen, ja, wie gesagt, kompliziert. Ich habe es einfach so aus meiner Perspektive aufgenommen und dabei haben wir da oben diese wunderbare, schöne Baumfarm, Schrägstrich, Park gebaut. Hier, den kann ich mal schnell zeigen, mit so ein paar nice Details. Hier oben ist so ein kleines Secret drauf mit einem Glowstone. Das ist so ein Insider, weil ich Glowstone als Deko-Blöcke überhaupt nicht leiden kann. Hier unten im Boden, das fand ich eine super coole Idee, sind so Setzlinge und Blumen eingelassen. Ja, das sieht hier gerade ein bisschen unordentlich aus, aber dann sind hier immer solche Felder mit Baumsetzlingen, wo die Bäume drauf wachsen können. Diese kann man dann einfach abbauen, die Setzlinge droppen dann, man kann sie wieder hinbauen, also nur eine schön dekorierte Baumfarm. So, und ansonsten jetzt zur Community-Insel, bevor es weitergeht mit dem Video. Zur Community-Insel ein paar Worte. Vielen, vielen Dank für dieses so super krasse Feedback. Also mit so super krass meine ich, dass ich innerhalb von 2 Stunden, also die ersten 2 Stunden nach dem Upload, hatte ich schon insgesamt mehr Kommentare als manchmal in einer ganzen Woche. Und ja, das ist halt viel, viel, viel. Und nicht nur das, einen Tag später, die Sounds sind irgendwie gerade ein bisschen laut, kann es sein, einen Tag später hatte ich bereits mehr Kommentare als auf irgendeinem Video sonst. Ich habe auf dem Video gestern mehr Kommentare, als ich je irgendwann auf einem Video auf meinem Kanal hatte, ja? Das müsst ihr euch mal überlegen. Und es waren halt wirklich größtenteils Bewerbungen. Und deswegen tut es mir auch richtig leid, dass ich nicht alle nehmen kann. Und ja, ich habe mich dann trotzdem hingesetzt, habe mir die ganzen Bewerbungen durchgelesen und werde jetzt gleich die Namen vorlesen, beziehungsweise einen Treffpunkt nennen, wann die Leute ankommen sollten. Obwohl, den Treffpunkt kann ich jetzt gleich mal nennen. Und zwar wird es heute sein, diesen Dienstag um 19 Uhr um 20 Uhr beziehungsweise dann, falls das Video dann zu dem Zeitpunkt noch nicht geguckt wurde, bin ich nochmal am Mittwoch, das wäre dann Mittwoch der 22.02.17, am Mittwoch nochmal gegen 20.30 Uhr online. Also da beziehungsweise kann ich euch dann da inviten lassen. Ja, also kommt dann einfach online die Namen, die ich jetzt nenne. Und die ich nicht nenne, die müssen nicht traurig sein, denn es wird definitiv noch eine zweite Community-Insel geben, wo es dann wieder die Chance gibt. Da muss auch keine neue Bewerbung geschrieben werden, sondern ich gucke bei den alten, wo da noch gute dabei sind, die ich dann reinnehme. Okay, ich habe jetzt hier meine Liste mit Namen geöffnet von den Leuten, die reinkommen. Das wird einmal sein, der Chaos Jones. Na gut, die Namen habe ich ja schon genannt. Tricky Hot Dog TVT. Außerdem Read for C, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist so ein komischer Name. Lukeman 003, du bist auch dabei. Außerdem Insectosaurus 37. Nock FNA. Ich denke mal, das spricht man so aus. Ich mache mal ganz schnell meine Stimme lauter. Gut, ich denke mal, das geht jetzt besser. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich meine Stimme noch auf leise gestellt hatte. Und dafür der Spielsound so laut war wie meine Stimme. So, dann Reality Ben. Du bist der Nächste, der mit auf die Insel kommt. Happy Jona 05 YouTube. Du bist auch dabei. Steven 203. Du ebenfalls. Jetzt sind noch 6 Leute übrig, die mit draufkommen. Das ist einmal
Maxim-Lee oder LE, keine Ahnung. Ich weiß immer nie, wie man die Namen aussprechen soll. JM Crafter 2014. Auch dabei. Fabian Zockt PvP. Ist ebenfalls mit auf der Community-Insel. Lunrik, denke ich, spricht man so aus, ja. Ebenfalls dabei. Jetzt die letzten drei Leute. Das ist einmal der Wertoll. Dann der keine Ahnung, wird so geschrieben. So, du bist auch dabei. Und als letztes der Juliano YouTube. Und ich muss sagen, der hatte von allen Leuten einfach die beste Einladung, das beste Bewerbungsschreiben geschrieben. Also das war echt super. Das habe ich mir einfach einmal durchgelesen und habe gesagt, instant genommen. Also fand ich echt klasse, wie der das geschrieben hat. Ansonsten für alle anderen, die nicht drauf sind, seid nicht traurig. Es wird noch eine zweite Community-Insel oder mindestens noch eine Community-Insel eröffnet werden. Und ansonsten die jetzt dabei sind, Treffpunkt ist dann zur genannten Zeit. Oh nice, ich habe gerade eine Rune bekommen. Treffpunkt ist zur genannten Zeit, heute oder morgen. Gut, ich würde sagen, jetzt mache ich einfach ganz normal weiter mit meinem Video. Wird aber ziemlich kurz gehalten, dass es auch noch pünktlich online kommt. Ich finde den Sound irgendwie gerade sehr laut. Egal. Ihr seht, die Iron Farm läuft richtig effizient. Wir haben super, super viel Eisen. Und es gibt mehrere Sachen, die ich zeigen möchte. Also, einmal nehme ich mir hier die Rune raus und tue sie hier in diese Kiste. Und wenn ich sie in diese Kiste tue, werdet ihr ein paar Sachen sehen. Und zwar, einerseits sind hier jetzt 12 Legendary Relics. Und dann ist da jede Menge Zeug. Und unter anderem auch ein Storm Generator. Dieser Storm Generator ist das Item, mit dem man Skydrops erschaffen kann. Das heißt, damit können wir unseren eigenen Skydrop machen. Dieses Item habe ich bekommen von Habnoskill, der hat sich in den Rang gekauft und hat dieses Item da gespendet. Das werde ich dann irgendwann mal öffnen, wenn wir alle hier auf unserer Insel sind. Dann werde ich auch nochmal Nachricht an die Community-Insel schicken und sowas. Außerdem OP-Gold-Äpfel, Stärketränke mit 260% plus Angriffsschaden, und das ist bei einem Dia-Schwert allein schon viel. Ich meine, wenn man überlegt, 100% plus von Dia-Schwert, ja, das sind dann schon 14 Attack Damage und dann nochmal 100%, also es ist OP auf dem Server halt einfach in der Warzone, dann kannst du die Leute halt mit dem Dia-Schwert klatschen. Außerdem 2200 Enchantment XPs, die brauche ich auch gleich für das nächste, was ich machen will. Hatte ich schon vorher, aber egal. 3x5000 Item XPs und Bad Bombs. Und das ist so nice und dieses Kit ist halt richtig OP. Ja, okay. Zum nächsten Teil vom Video. Ich habe hier eine Enchanting Table im Inventar. Jetzt fragt man sich natürlich, warum könnte ich den im Inventar haben? Es gibt da so etwas, das nennt sich Enchanting Challenge. Das bekommt man ab Player Level 10. Ich habe mich da beziehungsweise so ein bisschen informiert, was man machen muss. Mein Bruder hat mir ein bisschen geholfen. Der kennt sich da irgendwie aus. Und ganz am Anfang muss man einmal 10 Level und ein Dia-Schwert opfern. So. Oh lol, ich habe gerade irgendwie eine Challenge geschafft, oder? Hä? Requires 10. Hä? Ach so, ich denke, ich muss erst das hier einlösen. Und jetzt kann ich das nochmal machen. So, zack, zack. Hä? Give up. The diamonds work. Ach so. So, jetzt habe ich dieses Teil geschafft. Ah, okay. Das habe ich geschafft. Jetzt bin ich noch Level 26, aber das ist egal. Und jetzt kommt das Schwierigste, oder meiner Meinung nach Schwierigste. Man muss ein Fire Aspect Sword bekommen. Und das dann opfern. Das ist einerseits ein bisschen traurig, andererseits ist das leider so. Aber dafür kann man danach bezaubern, beziehungsweise entzaubern. Es ist einfach OP, deswegen muss man das eigentlich machen, wenn man Erfolg haben will. Ich guck mal im Aha, ich denke nicht, dass da gerade Fire Aspect Sword ist. Nee, habe ich nicht wirklich mit gerechnet. Naja, das ist ein bisschen kompliziert. Mal gucken, ob ich irgendwann eins gedroppt bekomme oder sowas.
Mal sehen, ansonsten muss ich halt eins kaufen. Das Problem ist, die werden für etwa 100 Millionen immer hart angeboten. Das ist ein bisschen heftig. Aber egal. Ansonsten würde ich sagen, was ist jetzt von dieser Folge? Wir haben die Enchanting Challenge bekommen. Ach nee, das wollte ich noch zeigen. Und zwar gibt es hier jede Menge nice Stuff. Den Piken aus einer Warzone. Skydrop-Zeug bekommen hat. Also Skydrop und Warzone-Dude. Und ja, einfach halt durch Spieler töten und ja. OP-Zeug halt. Ich bin gespannt, wie viel Gold-Zeug da jetzt rauskommt. Das werdet ihr dann im nächsten Video sehen. Auf jeden Fall richtig OP das Zeug. Vor allem hier Iron Ore Spawner Level 4, nochmal 3 Stück. Gibt dann jeweils 100, gibt dann nochmal 120 Iron und am besten sind halt die Gold-Spawner. Wir werden so reich sein, wenn wir das Gold alles verkaufen. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.